Oppenheimer spaltet. Bei der historischen Figur waren es Uranatome und bei Christopher Nolans Werk sind es die Kinozuschauer. Doch warum ist das so? Ich habe den Film gestern gesehen und mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, wie Oppi hoffte, dass seine Zündung keine unendliche Kettenreaktion auslösen würde, glaube ich, die Antwort zu kennen. Ahoi hoi und willkommen zu Reus Filmkritiken. Schauen wir uns mal kurz ein paar Pressestimmen an, damit ihr wisst, warum ich von Zuschauerspaltung rede. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich das Wortspiel mit Sicherheit im Laufe des Videos überstrapazieren werde. Aber ich bin nicht der Einzige. Unser guter Oppi scheint nämlich die Kreativität der Kritikerszene zu beflügeln. Da hätten wir bombastisch, Bombenerlebnis, Einschlag oder Fehlzündung. Ich glaube, das waren alle. Oppenheimer ist bombastisch. Für mich war das definitiv einer der Filme des Jahres. Und ich finde sogar, es ist der schwächste von allen bisherigen Christopher Nolan-Filmen. Bleibt insgesamt deutlich zu unemotional. Am Ende komme ich bei 6,5 von 10 möglichen Punkten. Oppenheimer ist ein Meisterwerk. Ich denke, Interstellar war der Höhepunkt Nolans in Sachen Zuschauergunst. Wir hatten ein komplexes Werk, verschiedene Zeitebenen, grandiose Bilder, epische Musik und tadellose Schauspieler. Commander, da drüben! Großer Gott, was ist denn das? Dann kam Tenet und wir bekamen nochmal exakt die gleichen Dinge, die ich gerade genannt habe. Aber irgendetwas war anders. Um den Vorwurf vieler mit einem Wort auszudrücken, Pseudo-Intellektualität. Manchmal muss man von der Couch aufstehen, um auf der Couch bleiben zu können. Verdammt tiefsinnig. Was die Kritiker jedoch zum Teil besänftigte, waren die exzellenten Bilder. Ich meine, Nolan hat halt eine echte 747 in den Hangar krachen lassen und die invertierten Sequenzen waren innovativ choreografiert. Oppenheimer hat solche Bilder nicht. Wenn man es runterbricht, gibt es exakt eine Actionszene. Das ist auch kein Spoiler, denn mit dieser wurde der Film beworben. Und zwar handelt es sich um den Test der Bombe. Und ich persönlich finde, dass dies eine von zwei Szenen ist, in denen man die Handschrift des Regisseurs erkennt. Und die zumindest interessant umgesetzt wurde. Die andere ist die, in der unser Oppi eine Rede hält. Und ja, Robert J. Oppenheimer wird im Film tatsächlich Oppi genannt. Aber ich will nicht meckern, denn ich habe gewissermaßen auch einen Spitznamen. Die Filmstube des Rolfuzius. Das Interessante in beiden Szenen ist das Zusammenspiel von Bild und Ton, beziehungsweise der partiellen Abwesenheit von letzterem. Nolan ging hier nämlich kontraintuitiv vor und schuf damit eine beklemmende Stimmung, die das Gezeigte bedrohlich einfängt. Ansonsten besteht der dreistündige Film zu 99% aus Dialogen und ein Teil von denen ist in Schwarz-Weiß. Erzählt werden uns die Genese der Atombombe und das juristische Nachspiel, zudem nicht chronologisch, sondern... Ja, es wirkt, als habe man ein Drehbuch genommen, es zu Konfetti verarbeitet und dieses Konfetti regnet dann auf den Zuschauer mit viel Lärmgetöse nieder. Mich haben Teile der Inszenierung und auch Teile der Filmmusik an die herausragende und empfehlenswerte Serie Tschernobyl erinnert. In manchen Szenen Oppenheimers ist die Musik stark reduziert, in anderen hämmert sie dafür umso lauter und ist extrem eindringlich, oftmals sogar manipulativ. Bevor ich gleich sage, warum der Film wirklich spaltet, möchte ich noch ein paar Dinge positiv hervorheben. Cillian Murphy, und wie immer dürfte mich gerne korrigieren, wenn ich seinen Namen falsch betone, ist ein grandioser Darsteller. Gerade die feinen Nuancierungen des inneren Kampfes, den Oppenheimer führt, werden von ihm phänomenal transportiert. Auch Robert Downey Jr. spielt super und so wie sein Äußeres arrangiert ist, habe ich ihn gar nicht erkannt. Meine Kinobegleitung sagte irgendwann in der Mitte des Films zu mir, hey, das ist doch Iron Man. Und ich erwiderte daraufhin, Quatsch. Moment mal, ja, ist er. Wer mich kennt, weiß, dass ich Matthias Schweighöfer-Filme nicht sonderlich mag. In Oppenheimer spielt er den Werner Heisenberg. Und hier muss ich zwei Geständnisse machen. Zum einen bin ich ein riesen Heisenberg-Fan, ich finde er aber einer der größten Denker des 20. Jahrhunderts, und Schweighöfer ist sehr nah dran an seinem Auftreten und seinem Sprachduktus. Es sind nur etwa 10 Sekunden, aber die sind nicht grottenschlecht, wie ich es ursprünglich erwartet hätte. Was habe ich Ihrer Meinung nach denn vor? Sie bauen eine Bombe. Jetzt aber zu meiner Theorie. Und erlaubt mir, dass ich für einen kurzen Moment einen Apfel mit einer Birne vergleiche. Oppenheimer ist wie Mank. Wir haben einen namhaften Regisseur, der sich seine Spuren bereits mehrmals verdient hat. Und wir haben ein Thema, für welches der Regisseur brennt und das ihn fasziniert. Hinzu kommt, dass der namhafte Regisseur für die Umsetzung Narrenfreiheit bekam. Das heißt, kein Studio sagt ihm, meinst du nicht, dass das für Leute, die das Thema nicht packt, ein bisschen langweilig sein könnte? Kennt ihr die Menschen, die über ein bestimmtes Thema stundenlang reden können? Ein Filmfan über Filme, ein Eisenbahner über die Eisenbahn, ein Elternteil über seine Kinder, ein Rolf über seinen Bruno. Ach, ist der süß. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, sagt Bescheid. Jedenfalls sind Monologe solcher Leute für diejenigen, die nicht für das Thema brennen, oft sehr ermüdend.
In Mank wurde quasi 2,5 Stunden über Mank geredet. In Oppenheimer wird 3 Stunden über Oppi geredet. Wir bekommen gewissermaßen den zum Film gewordenen Wikipedia-Artikel über eine historische Figur in nicht chronologischer Reihenfolge. 2 Dinge sollen darin für Überraschungen sorgen. Zum einen gibt es eine Person, die nicht so ist, wie sie vorgibt zu sein, und dann gibt es da ein Gespräch, dessen Inhalt wir erst in der letzten Szene erfahren, dessen Konsequenz wir aber vorher schon kennen. Quasi der typische Nolan, hier kommt meine obligatorische überraschende Wendung zum Schluss-Move. I am. Du bist Mannheim. Wäre ich nicht drauf gekommen. Wer den Apfel Mank mochte, weil er sich für Citizen Kane interessiert, der wird auch die Birne Oppenheimer mögen, wenn er sich für das Manhattan Project interessiert. Ich persönlich finde alles rund um Niels Bohr, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Robert Oppenheimer, Albert Einstein und so weiter hochinteressant. Ich hatte also eine schöne Zeit im Kino. Ob ihr eine schöne Zeit habt und zu welchem der Spaltprodukte ihr gehört, hängt ganz davon ab, ob ihr euch genauso für den amerikanischen Prometheus begeistern könnt, wie Nolan es offenbar tut. Im Kern erwartet euch ein Ausschussdrama und ihr müsst für euch entscheiden, ob ihr die Laken reinholt oder hängen lasst. Den Satz versteht ihr übrigens nur, wenn ihr den Film gesehen habt. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass in meiner Review noch gar kein Insiderwitz versteckt war. Und dazu kann ich nur sagen, ach, das geht ja gar nicht. Von mir bekommt Oppenheimer 8 von 10 Punkten. Und damit geringfügig mehr als Barbie. Was? Schon zu Ende? Schau dir doch noch ein anderes Video von Rolf an.